Wir wollen von den Athleten des DSV wissen, was bedeuten im Handwerk grober Bastard, Schnürzel, Zumpel, Schmampes und Bumsinchen. Und hier sind die dazu passenden Produkte. Ein Türpuffer, ein Abisolierband, ein Anschlussröhrchen, ein Gewindedichtmittel und eine grobe Feile. Unsere Athleten bekommen erstmal nur die Namen. Fang mal an. Wieder die Mitte. Bumsinchen? Bumsinchen. Das klingt nach einem großen Hammer oder so, hä? Vielleicht mit einem Inch, vielleicht irgendwas zum Vermessen oder so. Zumpel. Zumpel. Das kann auch alles sein. Zumpel, noch nie gehört. Schnürzel. Das klingt wie ein Kosename für eine Frau oder so. Schnürzel. Na, Schnürzel. Ah. Schmampes. Ich fast wie Shampoo. Bus. Ja. Shampoo. Vielleicht ist da irgendein Bauschaum oder so. Ja. Grober Bastard. Das ist sicher irgend so ein Brecheisen oder so. Ja, passt. Schauen wir es uns so. Na klar. Bitteschön. Das ist der grobe Bastard, oder? Sie ist schon ziemlich grob, ja. Relativ grob aus. Aber ja, die raspelt ordentlich, ne? Machen wir erstmal. Fangen wir mal so an, oder? Ja, genau. Also die grobe Feile. Wieso Bumsinchen? Das würde ich sagen, ist der Schnürzel. Sehr gut. Also das ist Schampes, ja. Also ich das hätte gedacht, ist Zumpel und das. Ich hätte gedacht, das ist Zumpel, aber. Ist das vielleicht Bumsinchen? Ja, ah, das ist ein Türstopper. Ah! Okay. Dann ist das, ich glaube, das ist Bumsinchen aus. Korrekt. Ja. Na, hätten Sie es gewusst? Holen Sie sich das Wörterbuch Handwerkisch Deutsch jetzt in Ihrer Wirt-Niederlassung oder auf wirt.de. Wieso Bumsinchen?